Der Campingplatz Cortisos San Miguel liegt 2 Kilometer von Neja entfernt, also optimal, um diese Ortschaft zu erkunden. Der Platz ist sehr naturbelassen, Bananen und Avocados wachsen hier wild. Ver- und Entsorgung ist gegeben, das Sanitär ist sehr sauber. Waschmaschine und Trockner sind ebenfalls hier auf dem Platz. Das Ganze kostet dann 30 Euro, inklusive ist dann Strom mit 10 Ampere. Vom Campingplatz bis zum Strand sind es 200 Meter und eine Straße muss evakuiert werden. Ein Spazierweg entlang des Meeres führt direkt zu der Ortschaft Nerja. Wir sind jetzt am Strand und von hier aus bis zum schönsten Balkon Europas sind es noch 1,8 Kilometer. Auf dem Weg dorthin sind ein paar Restaurants, die man besuchen kann oder was trinken kann in dem Falle, wo man Durst hat. Wie man sehen kann, ist dieser Strand ein ganz anderer wie in Tarifa. Dieser hier ist grau in grau mit manchmal sehr dicken Steinen. Das Mittelmeer ist natürlich bei weitem nicht so wild wie der Atlantik. Das sieht man schon an den Wellen. Ich schätze mal, heute müssen wir eine Temperatur so haben um die 2-23 Grad und wir haben erst Mittag. Nerja, einer der schönsten Urlaubsorte am spanischen Mittelmeer. Das ehemalige Fischerdörfchen liegt ganz im Osten der Costa del Sol, rund 70 Kilometer entfernt von Malaga, zwischen dem Küstengebirge und dem blauen Mittelmeer. Die Küstenlinie erstreckt sich über 14 Kilometer mit zahlreichen Stränden und kleinen Felsenbuchten. Die Altstadt von Nerja macht einen ursprünglichen Eindruck. Stellenweise werden wir noch an ein weißes andalusisches Dorf erinnert. Die Altstadt gehört zu den schönsten in Andalusien und wartet nur darauf, bei einem Spaziergang entdeckt zu werden. Wer einen Urlaub am Meer verbringen möchte, setzt auf schöne Strände. Davon hat Nerja mehr als genug. Am Strand von Nerja ist ein sehr schöner Flanierweg, den sollte man auf keinen Fall verpassen. Wir stehen jetzt kurz vor dem Aussichtspunkt und den wollen wir jetzt besuchen. Was mir besonders am Strand auffällt, das sind diese Riesenhotels, also diese Bettenburgen. Das erinnert mich etwas an die belgische Küste, dort ist es genau dasselbe. Man muss jetzt aber wissen, dass so gegen 1950 Nerja noch ein kleines Fischerdorf war und das hat sich einfach hochgemausert zu einer Touristenhochburg.
Im Moment sind schon einige Touristen da, die gehören aber alle der grauen Fraktion an. Die Jugend, schätze ich mal, wird so einen Monat bis 6 Wochen kommen und dann wird der Bär hier tanzen. Eins der Highlights von Nerja ist jetzt erreicht, das ist dieser Aussichtspunkt. Es scheint so, wenn es irgendwie ein Gebäude gewesen wäre, ich schätze mal Römer oder sowas. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich habe es auch nirgendwo gefunden. Wenn ihr es wisst, schreibt es dann bitte in die Kommentare. Wenn ich mir das alles hier so ansehe, dann danke ich dem Herrn oder den Knien, dass ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin. Der nächste Aussichtspunkt ist von hier aus in Sicht. Das Monument heißt der Springbrunnen Europas und wenn man das sich richtig anschaut, dann weiß man auch warum. Auch an diesem Punkt hat man wieder eine wunderbare Aussicht auf den Strand von Nerja und auf das Meer. Wir haben jetzt halben April und einige der Besucher trauen sich schon ins Mittelmeer. Es dürfte aber noch um diese Jahreszeit sehr kalt sein. Von hier aus geht es dann weiter zum schönsten Balkon Europas. Ich bin da mal gespannt, was mich erwartet. Hier ist der Spazier- respektive Fahrradweg zu Ende und der Balkon liegt dann natürlich auf der anderen Seite. Ich kann jetzt durch die ganze Stadt fahren, um diesen zu besuchen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es wirklich der Wert ist. Für den schönsten Balkon Europas zu besuchen, muss man durch die Altstadt von Nerja fahren. Das ist natürlich auch sehr interessant, enge Gassen mit kleinen Geschäften, so viel man will und so viel man braucht. Ich würde mal sagen, der Balkon ist gesehen. Jeder soll jetzt davon halten, was er will. Überall, wo man hier in Nerja flaniert, hört man Englisch. Ich gehe davon aus, dass sich diese Ortschaft zur britischen Kolonie entwickelt hat. Hier ist alles gesehen, von den engen Gassen bis zu dem großen Platz hier. Ich fahre jetzt zurück zum Wohnmobil, das sind ungefähr so 2,5 Kilometer von hier und wie jedes Mal in diesem Urlaub hat sich der neue E-Scooter voll bewährt. Wir wollen dann mal heute Morgen diesen wunderbaren Campingplatz verlassen. Wohin das jetzt weitergeht, lasst euch einfach überraschen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal.